Ich heiße Wiebke Langreder, bin 29 Jahre alt und ich bin Bildungsreferentin für globales Lernen im Welthaus Bielefeld. Während meines Studiums der Umweltwissenschaften war ich mit dem ASA-Programm in Südafrika und habe dort in einem Umweltbildungsprojekt mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Unser Projekt heißt Mit dir gemeinsam die Welt erfahren. Wir haben im September 2011 einen Fahrradweg in Bielefeld eröffnet, der auf die Millenniumsentwicklungsziele aufmerksam macht. Diese Ziele haben 189 Staaten der Vereinten Nationen im Jahr 2000 vereinbart, um die weltweite Armut zu reduzieren. Und dazu gehören auch Ziele wie Bildung für alle Kinder, Gesundheitsvorsorge für Kinder und Mütter und ökologische Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Entlang des Fahrradwegs stehen 7 Lernstationen, die auf die Millenniumsentwicklungsziele aufmerksam machen und zeigen, was man selbst auch dafür tun kann, dass diese Ziele bis zum Jahr 2015 erreicht werden. Außerdem bieten wir geführte Fahrradtouren an. Und es gibt eine Internetseite mit Bildungs- und Informationsmaterialien. Besonders toll finde ich an dem Projekt, dass wir dorthin gehen, wo die Menschen sind, in den öffentlichen Raum in Bielefeld. Die Menschen, die hier joggen, Fahrrad fahren oder spazieren gehen, die bleiben einfach an den Stationen stehen und informieren sich und werden zum Nachdenken angeregt.